Du, Schalli, wir müssen mal Frühschoppen machen. Du pinkelst jetzt schon am hellen Morgen. Ha ja, ein bisschen muss schon sein. Na, gib mir raus. Jetzt haben wir aber wenigstens den Fall vom letzten Mal gut aufklären können. Bei dem betreuten Trinker hat ja Stetter sehr gut erklärt, was mit dem Effekt auf sich hat. Und wir jetzt endlich wissen, an welcher Stelle die Bockmilch rauskommt. Und vor allem, wie die schmeckt. Das ist noch viel besser. Und die war schon gut. Nein, auch so viel getrunken, oder? Schon, die war so gut. Zum Wohl. Zum Wohl. Das Telefon blinkt jetzt. Kommt mal zum Trinken. Kann jeder mal trinken. Schorre und Benkes, guten Tag. Wie kann ich Ihnen helfen? Was? Unglaublich! Was sagen Sie da? Ein Wuseli wird festgehalten gegen seinen Willen in Ehinger. In Ehinger. Der Salz? In Ehinger? Ja, das wundert mich, wo doch der Kind nicht so da hat, als ob wir jetzt da so gut miteinander sind. Er spricht doch immer von Narrenfreundschaft. Ja, und jetzt halten Sie ein Wuseli fest. Also, gut, dann müssen wir gleich weiter. Danke, wir kommen sofort und gucken nach dem Rechter. Da müssen wir gleich los, komm. Und wir müssen mal überlegen, ob wir jetzt Schalle und Schalle. Benkes und Benkes. Die Kräuter, wenn du keine Schalle mehr bringst. Ja, also wir bringen mal gleich eine Flasche her. Du, ich würde jetzt sagen, jetzt fahren wir mal nach irgendeinen Narrenstaden. Gute Idee. Da können wir vielleicht was rauskriegen. Da könnte vielleicht das Wuseli sein. Der Kienle, auf jeden Fall. Ja, und du und übrigens, wenn du jetzt weiter bei Benkes Berg betrinkst, dann müssen wir unser Detektiv umbenennen in Benkes und Benkes. Nein, ich wende mich jetzt nicht mehr um. Okay. Ha! Jetzt gucken wir mal, genau ein Narrenbaum. Wo sind wir? Kiegele, hoi, jetzt sind wir in Eden. Also komm im Narrenstadel, gucken wir mal. Komm mit. Ha, guck! Da steht schon die zwei wichtigsten von der eigenen Narrenzone. Ja, hallo. Jetzt kommt, Also, direkt von Mundelkinger. Wir haben heute Morgen einen ganz erschreckenden Anruf gekriegt. Ein Wuseli wird vermisst, das glauben die Ritter. Ja. Ehrlich? Ja, und das wäre entführt worden nach Ehinger. Unter Gewalt und es wird festgehalten. Könnt ihr da was sagen? Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Ah, doch, ich schon. Das kann unglaublich. In Ehinger bleibt man freiwillig. Ah ja, also wahrscheinlich übel. Ah, die eine sagt so und die andere so. Also wir müssen auf jeden Fall nach dem Rechter gucken. Das aber wo könnte es jetzt sein? Ist da runter? Da oben sind ein paar Hexen und Dämonen und Kiegele. Kein Wuseli. Ja, aber wo müssen wir dann nicht, damit wir ein Wuseli also wieder finden? Ich war jetzt vorher auf dem Marktplatz. Ich bin in den Stadt gegangen, da ist was los. Also, ja. Dann gehen wir jetzt in die Stadt. So machen wir es aber genau gut. Also, komm, Charlie, komm, wir gehen jetzt in die Stadt. Wir müssen, Charlie, wir müssen jetzt nochmal hüpfen. Eins, zwei, drei. Jetzt guck, jetzt haben wir den Spark. Ah, guck, und da sitzt. Da sitzt. Lass uns komm, mal gucken. Komm, wir gucken mal. Ah ja, da sitzt er auf dem Wägerle. Ja, aber weißt du was, das sieht gar nicht mal unglücklich aus. Nein, überhaupt nicht. Er wird geschoben vom Vom Muggerspritzer. Ja, genau. Du weißt du was, wenn ich in Zukunft den Egner durch den Umzug fahren will, dann lass ich mich auch kidnappen. Das sage ich dir. Ja, genau. Hei, da wird er. Schön. Und wieder ein Fall gelöst. Wieder haben wir einen Fall gelöst. Schöne Ausstellung von der Landschaft Donau zum Narrentreffen. Na, müssen wir mal. Natürlich, wenn Sie kein Narrentreffen machen, schön steht Wasser. Haben Sie ein super Motto, wenn Sie ein richtiger Faser haben. Seufz, aber ja. Ja. Also. So ist halt. Du Wuseli, die suchen wir schon seit geraumer Zeit. Aber dem geht es doch wunderbar dahin, oder? Also, ich sehe ihm auch keine Not. Hat den Freiz. Geht es dir richtig gut? Ja, ja, ich glaube, den können wir noch lassen bis zum Aschermittwoch. Können die Leute noch angucken? Ja, mit Muckerspritzer. Das ist in Ordnung, das passt schon. Also, da sind wir wieder gut mit dir. Ja, sind wir wieder gut. Ja, okay, dann holen wir die am Aschermittwoch. Mit dem Aschermittwoch holen wir wieder ab. So, genau. Und dann kannst du da hinten gucken. Gut. Ja, und ich sag, hey.